Heute möchte ich mal auf die Situation an der Grenze zu Serbien eingehen und warum eigentlich jeder auch froh sein kann, dass er in Ungarn sein kann und was die Vorteile sind. Viele schreiben mir immer, ja, in Ungarn ist auch der Deep State und man kann dem Global Reset nicht entfliehen und so weiter. Nur darum geht es nicht. Folgende Geschichte: Ein guter Freund von mir, der ist in Serbien geboren, hat dort auch seine ganzen Bekannten und Verwandten. Und Serbien hat eine sehr große ungarische Minderheit, also extrem viele, die Vojvodina heißt es auch. Und er ist jetzt, letztes Wochenende wollte wieder mit einer Freundin zusammen nach Hause gehen und ist direkt über die Grenze gegangen. Dort ist er in eine Kneipe gegangen und schon auf der Straße war denen so mulmig. Weil dort waren viele junge muslimische Männer. Und in der Kneipe gab es dann auch schon die ersten Tumulte. Nach einer Zeit haben sie die Polizei gerufen und die kamen so routiniert, also die haben nichts gemacht, die konnten auch gar nichts machen. Und das war einfach so eine Übermacht an diesen Muslimen dort auch. Und natürlich übrigens, das fällt mir auch überall, bekomme ich das gesagt, dass die Muslime, die dort waren, alles war auf dem neuesten Stand. Also die hatten alles, die neueste Kleidung, die hatten Geld, die konnten dort trinken gehen, in die Kneipe. Die hatten einfach alles. Und nur, wie gesagt, man fühlt sich nicht mehr sicher. Nur Ungarn hat diese EU-Außengrenze praktisch zu Serbien, zum Beispiel auf eigene Kosten mit einem massiven Zaun befestigt. Und dort kommt es auch immer wieder zu Überfällen von den Migranten, die eben alles Mögliche dort auf die ungarischen Grenzer schmeißen. Die haben irgendwie auch alles dabei. Also nicht nur, dass sie alles Geld haben, sondern die bringen auch Raketen mit oder Pistolen und so weiter. Und müsst ihr mal gucken, es gibt verschiedene Grenzübertritte sind dort Kameras installiert und dann kann man das auch live mitverfolgen. Also sie werden auch immer aggressiver. Hier in Ungarn gibt es aber sowas nicht. Wie gesagt, aufgrund dieser Sicherung der EU-Außengrenze ist es wirklich hier sehr sicher zu leben. Und das ist eigentlich das, denke ich, das zählt das größte Argument. Gerade wenn ihr Kinder habt, gerade wenn ihr Töchter habt. Dort ist das, wisst ihr auch eh schon, also aus Deutschland nur. Das kann man nicht hoch genug, glaube ich, wertschätzen. Oder vor allem, wenn man das noch nicht erlebt hat. Und das ist wirklich eine sehr gute Sache. Übrigens hat Ungarn für diese Sicherung des EU-Grenzzaunes, das wurde mal vage versprochen, dass sie eben dort das Geld wiederbekommen aus einem EU-Topf und haben dort auch gar nichts bis jetzt herbekommen. Also dieses Argument, was auch viele sagen, Ungarn hängt am EU-Topf und deswegen muss es auch alles machen, zählt eigentlich immer weniger, weil die Gelder, die man Ungarn versprochen hat, immer weniger in Ungarn ankommen. Also früher war das so, da floss einfach das Geld Richtung Ungarn, vielleicht noch vor 1 oder 1,5 Jahren und das natürlich dann auch im Sumpf der Korruption versunken, ist klar. Nur heute kommt immer weniger Geld von der EU nach Ungarn. Und deswegen zählt eben das Argument auch nicht mehr. Ja, ich hoffe, ihr wisst das wirklich zu schätzen, dass das Argument nicht dem Deep State oder dem Great Reset zu entfliehen in Ungarn, das geht natürlich nicht. Aber Sicherheit ist, denke ich, auch ein sehr unschätzbares Gut. In diesem Sinne, macht's gut aus Ungarn, abonniert den Kanal, liked das Video und abonniert mich auch auf Telegram. Ciao, ciao.